So, also, wir stehen hier wieder am Kloster zu Sasau, was ja auch teilweise noch ein bisschen aufgebaut wird. Ja, genau, ich gucke jetzt mal frech auf die Map. Also, hier Sasau das Kloster, da haben wir auch noch einen unerforschten Ort. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich kommen wir hier von der Seite irgendwie daran. Was auch immer das sein wird. Hier ist auch noch ein Kräuterkundler. Alchemietisch. Genau, und hier oben war ja. Ach, guck mal an, da ist sogar noch ein Nest. Hatten wir das schon uns angeschaut, das Nest? Ich glaube schon, ne? Da waren auch, glaube ich, Spinnweben drin. Ich meine mich zu erinnern. Oder haben wir das nur von weitem gesehen? Ha, das ist jetzt die Frage. Da haben wir auf jeden Fall ganz viel Unkraut gejätet, falls ihr euch noch daran erinnert. Unser Plan war es jetzt. Wir wollen einmal, also was ich auf jeden Fall machen will, ich möchte einmal nach Ledetschko. Da können wir nämlich noch Arbeit beschaffen für Matthias und Fritz. Das machen wir sozusagen jetzt in einem Aufguss, sag ich mal. Wir werden jetzt einmal über Ledetschko wieder nach Ratai zurück. Da werden wir dem Vogt dann sagen, dass wir dass Agnes sozusagen bei ihm arbeiten kann, bei dem Koch, weil ihr alter Arbeitgeber nicht mehr zurück nach Ratai kommt und sie sozusagen keine Anstellung mehr hat. Hier gibt es auch nochmal eine ganz viele Quest. Aber durch Ledetschko werden wir, glaube ich, nur durchreiten. Wobei ich mir das auch nochmal hier anschauen würde gerne. Naja, mal gucken, wie weit wir kommen. Auf jeden Fall nach Ratai zurück. Ledetschko die Arbeit. Und dann tatsächlich in Ratai nochmal einmal Schwertkampftraining machen. Mit Bernard. Sodass wir da vielleicht nochmal ein bisschen was auf den Weg mitbekommen. Vielleicht ein bisschen stärker werden, ein bisschen besser werden. Ja, und dann von da aus tatsächlich nach Uschütze. Das ist eine ganze Ecke. Und denn wir müssen auch noch mal nach Rofna und in Scarlet haben wir auch noch die Möglichkeit, mit einem Taubenschlag was zu machen. Also wir versuchen mal so den Bogen zu schlagen und mal gucken, wie weit wir kommen. Wir werden dann sicherlich Dienstag an der Stelle weitermachen. Mal sehen. Aber das ist erstmal der langfristige Plan. So also ein paar Nebenquests aufarbeiten. Wir hätten theoretisch auch noch diese Nachtigallen-Quest. Ich kann jetzt noch mal in die Nebenquests gehen. Also, die Wege des Herrn ist das, was wir machen wollen. Wir müssen nach Uschütze aufmachen und den humpelnden Kerl aufspüren. Das ist sozusagen unsere Hauptquest. Und dann haben wir hier noch der Schatz. Das machen wir dann praktisch nach Uschütze. Dann gehen wir über Rovna nach Scarlet. Müssen wir den Schatz und einen Taubenschlag holen in Gottes Hand. Das ist eben das große Ganze hier mit den Heilkräutern. Finde Pater Simon, das ist in Rovna. Und da müssen wir eben dieses Herbarium und wir müssen noch ein paar Leute heilen. Wildfleisch zu Jonka bringen. Da können wir mal überlegen, ob wir nicht das Wildfleisch mitnehmen, was wir bei dem Jagdlager da vergessen haben, das da noch im Wald liegt. Das können wir da vielleicht machen. Dann hier die Arbeit beschaffen, eben das mit dem Vogt, dann das neue Herbarium. Wie gesagt, da müssen wir eben noch ganz viele Sachen besorgen, aber eben auch lesen lernen. Liebeswerben, auch das machen wir vielleicht nochmal offen. Vielleicht können wir, wenn wir in Ratai sind, auch nochmal einen kleinen Abstecher machen, um Theresa nochmal ein bisschen auszuführen. Ansonsten mächtiger ist das Schwert, genau, nach Uschitzer Schreiber. Das verbinden wir dann, wenn wir nach Uschitze gehen, dass wir eben nochmal vielleicht versuchen, lesen zu lernen. Und ja, diese Nachtigallen-Quest, ich bin schon so fast am Überlegen, ob wir uns die schenken, weil ich finde die so mit allem anderen so völlig out of Story und im Roleplay passt es jetzt nicht ganz. Also die werde ich jetzt erstmal ein bisschen beiseite legen. Ansonsten haben wir noch Aktivitäten. Wir müssen irgendwelche fünf Bruchstücke von dem Schwert sammeln. Da bin ich mal super gespannt, ob wir das im Laufe des Spiels hinbekommen. Auch da wird es noch interessant. Und, naja, Plünderer, das Plündererlager ist auch noch so eine Aktivität. Das ist auch noch weit, weit weg. Also erstmal nicht wichtig. Lass uns jetzt mal versuchen, die ersten Sachen zu markieren, die wir jetzt erstmal markieren sollten. Das wären jetzt tatsächlich von den Nebenquests erstmal. Ja, das können wir erstmal so lassen. Das in Gottes Hand würde ich gerne lassen, damit wir immer so ein bisschen den Blick darauf haben, was wir noch an Heilung machen müssen. Und das ist ja noch ein bisschen weit weg. Und das Liebeswerben werden wir in Theresa auch so mitbekommen. Ja, und das kriegen wir dann auch mit, wenn wir nach Uschütze gehen. Erstmal die Nebenquest passt soweit erstmal. Okay. Also, wir werden uns jetzt aufmachen. Es ist, glaube ich, früh am Morgen. Wir haben so ein bisschen Zeit. Wie sieht es denn aus mit Energie und Essen etc.? Wir sind gesund. Wir haben Energie, wir sind nicht ganz so satt. Das kriegen wir vielleicht sogar hin. Wir hätten bei Stärke noch einen Punkt zu vergeben. Oh, das wäre mal interessant. Was wollen wir denn da machen? Das haben wir schon, ne?
Ich gucke mir nochmal die Infos an. Bollwerk, gegnerische Angriffe mit dem Schild zu blocken. Okay, das wäre natürlich gut, wenn wir ein Schild hätten. Ja, Bewusstlose tragen. Okay. Deine Ausdauerregeneration ist im Kampf nicht verlangsamt, selbst nicht beim Ausholen mit der Waffe. Das klingt vielleicht gar nicht so verkehrt. Okay, du kannst die Gesundheit und Ausdauer eines Gegners schwächen, indem du ihn beim Sporten anrempelst. Die Auswirkungen sind stärker, wenn deine Rüstung schwerer als seine ist. Okay, das wäre vielleicht nochmal. Da müsste man mal gucken, wie das genau funktioniert. Aber das hier mit der Ausdauerregeneration könnte vielleicht interessant sein. Okay, das ist nochmal interessant hier. Packesel, Schädelbrecher. Oh, das ist natürlich auch nicht schlecht. Also da gibt es auch noch viele gute Perks. Lernen wir das? Wir lernen das mal. Ich denke, wir lernen das mal. Ja, so. Ich denke, ein bisschen was. Wir lernen halt wahrscheinlich noch mal ein paar Sachen mehr in Zukunft. Und dann haben wir das zumindest mal wieder up to date gebracht. Ansonsten haben wir hier keine Buffs. Okay. So. Dann werden wir mal Pebbles nehmen. Aufsitzen. Achso, können wir noch mal irgendwo was essen? Ah, wir haben hier, glaube ich, schon was rausgegessen. Mir wurde auch in den YouTube-Kommentaren gesagt, auch an der Stelle nochmal vielen, vielen Dank an alle, die hier immer fleißig kommentieren, auch bei YouTube oder bei Twitch hier im Livestream sind. Vielen, vielen Dank für eure ganzen Tipps und ich finde, bei der ganzen Sache muss man auch mal erwähnen, das sind alles Tipps, ohne in irgendeiner Art und Weise Story-Details oder sonstiges zu verraten. Das ist super, super lieb von euch. Bitte genauso weitermachen. Da ich das Ganze ja, wie gesagt, immer noch blind spiele und ich keine Ahnung habe, wie das Ganze hier ausgeht, finde ich das super lieb von euch, dass ihr da so wirklich achtsam seid, was das angeht. Also bitte, bitte weiter so. Da nochmal ein dickes, dickes Lob an euch. So, wo ist jetzt das Nest? Da oben. Da haben wir doch bestimmt schon reingeguckt, oder? Das haben wir uns doch bestimmt schon angeguckt. Da konnten wir doch bestimmt hier. Da, guck mal, hier ist auch so eine Stelle. Na, ich erinnere mich, glaube ich, dunkel, dass wir hier irgendwie eine Stelle hatten und dann, ja, okay, konnten wir das da untersuchen. Genau. Okay. Da gibt es leider nichts zu essen. Schade. Was ist da los? Warum gibt es da nichts zu essen? Wir werden es nochmal eben waschen. Ich denke, das ist okay. Moin, Knormann. Schön, dass du einschaltest. Einen wunderschönen Sonntagabend wünsche ich dir. Ich hoffe, dir geht's gut und du hattest auch ein schönes und nettes Wochenende. So. Okay, dann reiten wir mal los. Ich denke mal, wir machen das wieder nicht im Schnellmodus. Wir reiten es einfach nach Ledetschko. Wir wissen, wir kennen den Weg ja inzwischen. Sehr gut sogar. Wir reiten hier wieder durch den Wald auf den anderen Weg. Ihr kennt das Spiel und dann hier die Serpentin hoch. Hoffen, dass wir da nicht irgendwelche Kumaren treffen. Wahrscheinlich schon. Ansonsten, ja, müssen wir uns irgendwie gucken, dass wir uns verteidigen können. Ja, Wochenende war sehr anstrengend, also ein bisschen was zu tun, ein bisschen gearbeitet, aber es war trotzdem sehr, sehr nett. Heute war es ruhiger. Also alles soweit in Ordnung. So, achtet nochmal drauf. Oh, guck mal, da können wir noch was essen. Guck mal, wir können uns hier nochmal ein bisschen den Bauch vollschlagen hier. Aus dem Topf essen. Direkt. So, dann sind wir jetzt hoffentlich auch mal wieder satt. Set 91. Na wunderbar. Guck mal. Dann ist ja alles super. So, sollten wir jetzt auf dem Weg irgendwelche Kumaren treffen? Wir versuchen so weit auszureißen, wie es irgendwie geht. Ach, was heißt auf du Fliege? Ich habe hier Reitvorrecht. Ne? Heißt ja auch Reit vor links oder sowas, ne? So, wie kommen wir denn jetzt am besten darüber? Wir werden hier außen rum reiten und dann hier runter. Und dann über die Brücke. Das heißt, da lang. Na dann, hopp. Dann auf geht's, Pferd. Hast du denn irgendwas Schönes gemacht, Knormann? Hast du denn irgendwas angestellt? Gab es irgendwas Spannendes? Genau, hier war die Unterkunft, wo wir genächtigt haben. Genau, da war auch ein Nest, das haben wir uns auch schon angeguckt. Ich erinnere mich dunkel. Alkohol konsumiert.
Gab es irgendwas zu feiern oder was war los dieses Wochenende? Oder einfach nur so in geselliger Runde? So. Gut, ich würde sagen, wir machen das einfach glatt, dass wir hier einfach über die. Na, warte mal, hier ist aber Felsen. Wir müssen eher sowieso in die Richtung, dass wir uns so schräg rüber machen. Und ich hoffe, dass wir so ein bisschen die Orientierung behalten. Da oben ist ja auch ein Kompass. Oh Mann. So, und diesmal versuchen wir auch nicht unbedingt irgendwo tief runter zu segeln, um mega viel Schaden zu kassieren. Sind wir denn soweit auch gerüstet? Ja, gut, Rüstung haben wir an. Haben wir noch irgendwas, was vergessen von der Ausrüstung? Ne, das sieht gut aus. Schwert ist auch ausgerüstet, Bogen ist ausgerüstet. Einfach nur so. Okay. Naja. Dann, wenn es nicht übertrieben war. Also, man sagt ja immer, in einem gesunden Maße. Dann ist doch gar nicht so schlecht. So. Hier sind jetzt hoffentlich keine bösen Buben. Hoffentlich nicht. Wir sind hier, reiten hier ganz, ganz angenehm weiter. Genießen die Landschaft. Und lassen uns hier nicht aufhalten von irgendwelchen Spießgesellen, ja? Ich habe gesehen, Knormann, du wolltest heute Abend Civ spielen. Ja, tut mir leid, ich habe, wie du siehst, streame ich gerade. Aber wir sollten das auf jeden Fall mal nochmal machen. Wir hatten das ja einmal mit. Wir haben das ja schon mal einmal mit Bertie gemacht. Und mit mehr Leuten macht es natürlich auch noch mehr Spaß. Mike. Also an dieser Stelle auf jeden Fall nochmal ein klares Ja dazu, dass wir auf jeden Fall nochmal spielen. Wie wär's denn mit vielleicht sogar nächste Woche Sonntag? Nächste Woche Sonntag könnte sehr gut klappen. Da habe ich nämlich nichts vor. Da wollte ich mich eben eh ein bisschen entspannen und ausruhen. Da hätte ich Zeit. So, jetzt wollen wir mal hier gucken, dass wir hier entspannt hochkommen. So, wir müssen jetzt hier hoch und dann war ja irgendwo. Da war die nächste Serpentine. Und da waren das letzte Mal auch schon mal Kumaren. Da haben wir mal welche gesehen. Ich erinnere mich. Mal gucken, ob die uns jetzt hier wieder überfallen. Ob diese Zufallsevents wo immer an den gleichen Stellen sind. Also wir haben ja schon erlebt, dass die zumindest an ähnlichen Stellen sind. Müssen wir jetzt hier rechts abbiegen schon? Ne, hier geht es einfach nur in so einen Waldpfad. Das wäre ja auch nochmal ganz witzig, wenn wir das so ein bisschen uns erlernen können, dass wir an den Stellen, wo wir schon des Öfteren Kumanen gesehen haben, immer Kumanen sind. Aber nee, die sind jetzt hier nicht da. Ach doch, guck mal, da sitzt jemand. Ah ja, Willst du okay. ein paar Münzen verdienen? Da ist jetzt nichts dabei. Nee, nee, wir wollen keine Münzen verdienen. Wir reiten hier ganz entspannt weiter. Ja. Und werden uns jetzt nach Ledetschka aufmachen. Und das sieht doch gut aus, da kommen wir doch gut rein. Ah, sehr schön. So wünsche ich mir das. So, jetzt sind wir auch wieder ein bisschen besser hier, Bürger aktiviert. Wir können jetzt wieder ein bisschen mehr Redekunst. Und dann gehen wir mal zu dem alten Bauern, der hier ja doch wohl Arbeit hat. An den Müller oder Bauern, ich weiß es nicht, einer von beiden. Ich glaube, der alte Müller sollte hier Arbeit haben für die beiden, ne? Ich muss mal gucken, wo der jetzt genau ist. Da, unten. Das heißt, wir vor der Brücke links. Okay. Ansonsten werden wir in der Letchkill jetzt erstmal nichts groß machen. Nicht, dass wir hier wieder 500 Quests bekommen. Wir gucken uns aber nochmal irgendwann hier um. So, da vielleicht. Und dann stellen wir unser Pferd mal hier ab. So, hier ist was. Hier sieht es aus, als ob man mal ganz viel mit Holz macht. Das ist gut. Hier ist noch alter Unrat. Und hier können wir mit Leuten reden. Mit Müllers Tochter Julia.
Ah. Ich bin in dem Piratenbereich, da kann ich nichts machen. Wo ist denn hier der Müllers Meister? Das sieht doch aus nach Müllers. Alter Thomas, reden. Gelobt sei Jesus Christus. Gibt es hier Arbeit für Zimmermänner? Gibt es hier Arbeit für Zimmermänner? In diesen Zeiten? Ich bin froh, wenn ich durchkomme. Gott behüte dich. Aber er vielleicht, der Müller? Guten Tag. Wie kann ich helfen? Wie ich höre, brauchst du Hilfe. Theresa, die Müllerin, schickt mich. Sie sagt, du bräuchtest Hilfe. Ein paar starke Hände könnten nicht schaden. An wen hast du denn gedacht? An meine Freunde, zwei Überlebende aus Galitz. Und warum sollte ich die nehmen? Weil sie erfahrene Zimmerer sind. Zimmerer wären tatsächlich nicht schlecht. In der Mühle gibt's viel zu tun. Und ich bin auch nicht mehr der Jüngste. Thomas, mein Vormann, gibt sein Bestes. Aber allein packt er das nicht. Aber sie sind doch keine Faulpelze oder gar Säufer, oder? Ich nehme nur fleißige und redliche Leute. Die sind auf jeden Fall sehr, sehr redlich. Sie sind praktisch deine Nachbarn. Ich kenne sie persönlich und sie leisteten stets gute Arbeit. Ja, auf jeden Fall. Ich bin auch aus Galitz und kenne sie persönlich. Sie haben in den Silberminen gearbeitet und ihr Vormann sprach in höchsten Tönen von ihnen. In den Skalitzer Minen? Dann müssen sie was auf dem Kasten haben. Schick sie her. Sag ihnen, ich gebe ihnen eine Chance. Über Lohn und ein Dach über dem Kopf reden wir, wenn sie hier sind. Mach's gut. So, jetzt haben wir den beiden Arbeit beschafft. Wunderbar. Wir müssen jetzt wahrscheinlich wieder zu denen zurück und denen das sagen, ne? Ja, das war klar. Das hätte ich mir fast denken können. Es wäre auch zu einfach gewesen, wenn wir weiter in die Richtung fahren hätten laufen können. Aber mit der können wir jetzt gar nicht reden. Gerade konnten wir mit der noch reden. Na gut, schade. Aber wir gehen nochmal zu dem alten Thomas. Und können wir nochmal mit ihm reden? Nee, das hat sich jetzt erledigt. Okay. Okay, das war einfach. Sehr schön. Wunderbar, das hat schon mal besser funktioniert als sonstige Sachen. Ja, da müssen wir halt mit denen nochmal reden. Wir müssten dann nochmal dahin. Vielleicht wollen wir das auf dem Rückweg von Rona machen. Wir haben ja hier auch noch eine ganze Ecke dunkle Wolken, die wir noch gar nicht erkannt haben. Es eilt ja wahrscheinlich nicht, wenn wir jetzt erstmal unseren Weg folgen und nach Atai kommen. Weil wenn wir jetzt wieder zurückreiten und dann wieder hierhin, ihr kennt's, dann sind wir ewig unterwegs. Lasst uns jetzt einfach nach Atai und dann... Was ist denn hier oben nach Thalenberg? Achso, da ist Utschitze, genau. Und dann nach Utschitze hoch. Ja. Wir können uns natürlich nochmal angucken, was es hier beim Schmied für eine Quest gibt. Und bei dem Schmied könnten wir natürlich nochmal nachfragen. Oh, das können wir machen, wegen den Bruchstücken nachfragen. Lass uns doch nochmal durch das Dorf laufen. Wenn wir gerade mal hier sind. Wir lassen Pebbles mal da stehen, der steht da ja gut. Und wir gucken uns mal an, ob hier irgendwelche Schmiede sind, die wir eventuell fragen könnten nach diesen Bruchstücken. Nach diesen ganz besonderen Bruchstücken. Ich zweifle, dass diese Quest uns irgendwie was bringen wird. Hier ist der Fleischer. Ist das schon hier in der Nähe? Da ist noch was. Das ist bestimmt wieder der Gerber hier unten oder so. Bäcker. Okay, das ist der Bäcker. Okay, dann können wir wieder zurück. Kein Schmied. Der Schmied war auf jeden Fall auf der anderen Seite da. Zwischen den beiden Wasserseiten. Aber vielleicht ist ja hier noch ein weiterer Schmied. Heilige Maria, was hast du hier zu suchen? Was will er denn von uns, der Vogt? Ja, was habe ich hier zu suchen? Ich bin hier ein Helfer in der Not. Na, guck mal, da oben haben wir noch jemanden. Das ist ein Händler. Guck mal, okay, hier ist ein Händler also. Was wird denn hier so gehandelt? Haben wir überhaupt irgendwas zu verkaufen? Gerade? Gelobt sei Jesus Christus. Ich weiß es gar nicht. Wir können uns mal gucken, ob wir irgendwas haben, was wir verkaufen können. Aber ich glaube, wir haben gar nichts. Ich glaube, ein von unseren... wir haben, glaube ich, von unseren... den Schal. Wir haben zwei Schals. Da könnten wir einen verkaufen für 2 Groschen. Aber das machen wir irgendwann mal, wenn wir jetzt ein bisschen mehr haben. Ansonsten haben wir hier nichts. Nee. Mit Kräuter kann man tatsächlich auch ein bisschen... oder mit Tränken vielleicht, die wir herstellen können, könnte man vielleicht sogar ein bisschen Geld verdienen. Aber... wir lassen das mal. Wir haben immer noch 2 Schlaftrunk. Aber ich glaube, die werden wir auch noch mal irgendwann brauchen.
Gut, dann haben wir, glaube ich, hier sämtliche... Ah, ne, da unten haben wir noch ein Fragezeichen unaufgedeckt. Da werden wir mal schauen, da ist auch ein Questgeber. Wir gucken uns vielleicht doch nochmal die Quest da an. Vielleicht ist das ja irgendwas, was auf dem Weg liegt und was man ebenso mal mitnehmen kann. Ledetschka Schenke. Und das ist wohl der Wirt hier. Wirt. Alles klar. Beste Grüße. Was gibt es Neues in der Gegend? Was gibt es Neues in der Gegend? Ah, du weißt schon, irgendwas ist immer. Da fällt mir ein, ich habe Kunhuta schon ein Weilchen nicht gesehen. Die hiesige Kräuterfrau. Sie kommt einmal die Woche auf einen Krug Bier, war aber schon lang nicht mehr da. Ich hoffe, ihr ist nichts zugestoßen. Und das ist noch nicht alles. Besonders in der Mühle. Dort vergeht keine Woche ohne Ärger. Aber ich habe die Tunichtgute beobachtet. Immer wenn sie etwas im Schilde führen, besprechen sie sich da in der Ecke und hacken irgendwas aus. Gestern zum Beispiel. Oh, und noch was. Watzek veranstaltet bei uns einen Bogenschießwettbewerb. Wenn du dir ein paar Groschen verdienen willst, geh zu ihm und mach mit. Okay, das ist ja einiges. Alles gut. Das war jetzt so ein Aktivitätengeber, ne? In der Art, ach okay, da ist ein Bogenschießstand, da kann man was machen, genau. Und irgendwie war die Kunhuta. Okay, das sind wahrscheinlich dann Quests, die man hier außerhalb bekommt. Ach, guck mal, da ist jetzt auch eine Quest da. Bei dem Müller. Ah, ich könnte mir vorstellen. Ja, hier ist die Henker-Quest noch. Also man kann hier tatsächlich eine ganze Menge noch an Nebenquests machen. Und ich finde, wir haben schon recht viel. Aber... ja, wir werden da einfach mal runtergehen zum Schmied. Mehr ist jetzt erstmal nicht. Muss ja auch nicht überall gleich hier meine Nase in Angelegenheiten stecken. So. Auf jeden Fall aufsitzen. Weiter geht's, Peppis. Wir haben zu tun. Wir können uns ja mal ein paar Groschen dazu verdienen, würde ich natürlich sehr, sehr gerne. Ich weiß nicht, wie gut wir inzwischen sind mit Bogenschießen, aber vielleicht könnten wir das ja wenigstens machen, weil Geld ist ja tatsächlich so ein Problem bei uns. Und ich weiß nicht, wie gut der Junge ist, aber vielleicht können wir den mal ein paar Groschen fair im Wettkampf abnehmen. Am Ende verlieren wir sogar vielleicht noch was, aber ich würde es tatsächlich mal riskieren. Komm, wir probieren es mal. Wir machen mal einen Bogenschießwettbewerb. Wir wollen uns ja verbessern und warum nicht mal damit anfangen. Guten Tag, wie kann ich helfen? Bist du Bogenschütze? Was soll das mit den Zielscheiben? Bist du zufällig Bogenschütze? Mir sind die vielen Fragen aufgefallen. Bist du zufällig Inquisitor? Nein, ich bin Heinrich. Aus Scarlitz. Aus Scarlitz? Ich bin Watzek, von hier. Warum willst du das mit den Scheiben wissen? Ich interessiere mich fürs Bogenschießen. Es ist bloß, ich würde mich auch gerne als Bogenschütze versuchen. Dich versuchen willst du? Das wollen viele. Wenn du so viele Punkte wie ich bei Klötze schaffst, imponierst du mir vielleicht? Ich habe keine Ahnung, wovon du redest. Noch nie Klötze gespielt und nennt sich Bogenschütze? Na, dann spitz mal die Ohren. Klötze spielen ist für echte Bogenschützen. Dafür brauchst du Stärke, Ausdauer und Augenmaß. Kann auch ein hübscher Nebenverdienst sein. Außer du bist, naja, ein Klotz halt. Wir sind wahrscheinlich eher Klotz. Ich sag's dir, man lässt ein paar Klötze den Fluss runtertreiben. Einer zählt bis 20 und alle Schützen wetzen den Dingern am Ufer hinterher. Am Ende der Strecke sammelt einer die Klötze ein und zählt die Treffer. Wer die meisten landet, also fast immer ich, gewinnt. Jeder Schütze hat 20 Pfeile mit einer Befiederung in seiner Farbe. Und der Wettstreit ist gelaufen, wenn der letzte Klotz über die Ziellinie treibt. Klingt nach Spaß. Spaß? Freundchen, dabei kocht dir der Schweiß im Arsch. Du wirst froh sein, überhaupt ein, zwei Blöcke zu treffen. Also, wie sieht's aus? Lust auf eine Runde? Wirst einen eigenen Bogen brauchen, aber Pfeile mit bunten Federn stelle ich. Also gut, einen Bogen haben wir. Wollen wir es mal probieren? Los geht's. Wir würden das mal mitprobieren. Komm, wir probieren das mal. Dann komm. Klötze im Fluss. Ein Klotz. Sehr gut. Nun musst du mindestens 10 Groschen setzen. 50 höchstens. Schützen treten zeitgleich 3 an. Der Sieger kriegt das Dreifache vom Einsatz. Der Zweite zumindest, was er gesetzt hat. Also, wie viel setzt du? Okay. Wir könnten natürlich 50 Groschen setzen, dann sind wir natürlich aber arm wie eine Kirchenmaus. Würden natürlich aber 150 Groschen gewinnen, wenn wir das gewinnen würden. Trauen wir uns das zu? Oh Mann, wir werden so viel verhauen. Müssen wir jetzt irgendwas kaufen in der nächsten Zeit? Eigentlich nicht. Komm, wir probieren es mal. Wir haben halt wirklich kein Geld eigentlich.
Wir riskieren es mal. Komm. Keine halben Sachen in Zeiten wie diesen. Damit steht die Wette. Hier, deine Pfeile. Alles Gute. Ich werde es wahrscheinlich bereuen, das getan zu haben, aber ist egal. Gegen zwei Dorfbewohner, okay. Ich treffe euch am Ziel. Wo ist der... Haben wir die Pfeile? Haben wir bestimmt. Wo ist jetzt der Klötz? Ach, da ist ein Klotz. Ach, halt. Wir müssen schon schießen. Okay. Wieder ins Ziel. Verdammt. Das war der Wind. Okay, wir kommen jetzt auch nicht so besonders weit. Wir müssen ein bisschen höher schießen. Ihr habt keine Chance, ihr Taugenichtse. Okay, das ist aber... Uiuiui. Okay, wir werden... Wir werden das ganz schön verhauen. Wir müssen vielleicht ein bisschen... Ja, das ist von der Entfernung nicht so schlecht. Jetzt sehe ich das Nachladen gerade. Jetzt wurde ich ja gerade angestupst. Okay, lass uns mal... Ich glaube, das war sogar ein Treffer. Oh, der zweite Treffer, das sieht schon mal gut aus. Okay, wir müssen weiter. Wieder ins Ziel. Ah, das war zu weit. Dritter Treffer. Ah, okay, wir brauchen nochmal mit einem Treffer mehr. Oder zwei Treffer am besten. Wir brauchen auch Ausdauer, okay. Oh Mann. Wenn wir jetzt den Einsatz wieder kriegen würden, wäre gut. Wo kommt denn das Finale hier? Haben wir noch Pfeile? Wir haben noch 6 Pfeile. Okay, wir haben zu wenige Pfeile verschossen. Oh, das war zu weit. So, wo ist das Ziel? Da vorne ist das Ziel. Hier haben wir nochmal eine gute Position. Sollen wir warten auf die Klötze? 4 Pfeile haben wir noch, das sieht gar nicht so schlecht. Also das sieht ganz schlecht aus. Gerade tut. Vielleicht sollte ich sie besuchen. Ah, guck mal, wir können Theresa Letztes wieder besuchen. Letztes Mal hatten wir Spaß. Ah, wir sind also sind nicht super schlecht, aber wir treffen diesen blöden Holzpfahl nicht. Den haben wir nochmal getroffen. Kriegen wir noch einen 5. mit dem letzten Pfeil. Ah, Mist. Ja, das war's leider. Schade, schade. Aber wir sind zumindest am Ziel. Bei Watzek. Na gut. Schade. Das waren 50 Groschen, die wir jetzt gerade eingebüßt haben. Aber wir haben es jetzt mal gespielt und wir wissen, was es ist. Und ich denke mal, wir können das sicherlich auch mal wiederholen. Und dann werden wir uns das Geld einfach wiederholen. Und das nächste Mal werden wir das dann gewinnen. Die anderen haben auch noch ganz schön viele Pfeile, also die verbrauchen. Der eine hat kaum Pfeile beschossen. Also den hätten wir auf jeden Fall schlagen können, aber 12 Treffer? 13 Treffer? Ein letzter Pfeil und das war's. Beinahe geschafft. Das hätten wir nie geschafft und am Ende hat uns einer gefehlt. Na gut. Können wir nochmal mit ihm reden? Sprich mit Watzek. Wie war ich? Und? Wie war ich? Du bist letzter, Kumpel. Kopf hoch. Wenn du wieder ein bisschen Geld hast, kannst du ja wieder mitmachen. Okay. Nein, wir werden jetzt nicht noch eine Runde Klötze spielen. Aber wir wissen zumindest, wie es funktioniert. Schieß bei Zeit mal wieder mit Watzek. Ja, wenn wir mit Bogenschießen besser sind. Haben wir uns denn da jetzt ein bisschen verbessert? Lass uns mal schauen bei den Fertigkeiten, bei Kampf. Bogen 2. Okay, also da sollten wir auf jeden Fall mal ein paar Punkte besser werden. Kampf 2, also... Schwert 3, da haben wir noch ein bisschen was vor uns. Ich glaube, wir müssen da einfach ein bisschen mehr Skill entwickeln. Deswegen ist das Schwertkampftraining, glaube ich, unausweichlich für uns. Und sehr schön, dass Theresa mal wieder was mit uns machen möchte. Da passt sehr gut. Wir wollten sowieso zu ihr nach Ratai. Das passt sehr gut hier im Badehaus. Wie viel Groschen haben wir denn jetzt überhaupt noch?
18 Groschen. Naja gut, die 150 Groschen wären schön gewesen. Jetzt haben wir nicht mehr so viel. Was wir auch machen könnten, wir sind ja am Würfeln nicht schlecht, ne? Da konnte man ja auch würfeln. Was wir auch machen könnten, hier im Gehirn ein bisschen Geld zu verdienen. Der Detschkoer Spieler. Würfeln. Heute ist mein Glückstag. Deiner auch? Würfeln. Wir können 18 Groschen setzen. Du hast nicht genug Geld. 100 Groschen müssen wir... Oder Angebot unterbreiten. Das können wir machen. Für 18 Groschen. Für alles, was wir haben. Nee, das lassen wir mal. Also, wir sollten aus mehr... Wir sollten irgendwie ein bisschen versuchen, Geld ranzuschaffen. Möglichst auf legalem Wege. Und dann vielleicht irgendwann nochmal... Ein bisschen würfeln, ein bisschen Bogenschießen. Sowas in der Art. Gut, dann werden wir jetzt die Zeit nutzen und von der Detschko nochmal hier in die Schmiede gehen. So, wo ist die Schmiede? Die ist doch hier bestimmt, ne? War die nicht irgendwo hier? Ja, da ist auch eine Quest. Und hier ist auch nochmal ein... Fragezeichen. Das ist bestimmt hier ein Müller oder was ist das hier? Ein Gerber oder ein Jäger? Der Gerber mal wieder, genau. Immer schön außerhalb des Dorfes, außer weil es so stinkt. Und dann wird hier wohl der Schmied sein. Das sieht mir stark nach dem Schmied aus. Und den können wir mal fragen, ob der was von den Bruchstücken weiß. Gelobt sei Jesus Christus. Ich suche nach Bruchstücken vom Schwert der Königin von Saba. Mir kam zu Ohren, ein Pilger aus dem Heiligen Land habe kürzlich Reliquien verkauft. Hat er dir ein Bruchstück eines Schwertes angeboten? Überrascht es dich, wenn ich ja sage? Warum fragst du? Ich würde es dir abkaufen. Tja, warum nicht? Keinen Schimmer, wieso ich mich verleiten habe lassen, es zu kaufen. Kann ich behaupten, dass der Schund Glück bringt. 200 möchte der dafür haben. Ja, okay, alles klar. Würden wir gerne, aber 200. Lass uns mal handeln. Was hat denn der hier? Schaufel, Rüstungsset, Holzkohle, Questgegenstände. Okay, aber das wird dann nicht angezeigt. Auch eine ganze Menge Waffen. Ja, also ein ganz normaler Schmied sozusagen. Okay. Aber wir können hier die... Hat der eine Quest? Brauchst du Hilfe? Plagt dich etwas? Plagen wäre zu viel gesagt, Jungchen. Hab bloß was über den Schmied aus Sasau-Leuten gehört, was mir den Schlaf raubt. Was denn genau? Das heißt, er murmelt Zaubersprüche, wenn er seinen Stahl härtet. Dass der unzerbrechlich wird. Hexerei? Hexerei, um Stahl zu härten? Klingt für mich nach dem Geschwätz alter Weiber. Aber wenn's doch alle sagen. Das heißt, er murmelt dauernd bei der Arbeit. Und erwischt ihn wer dabei, hört er auf und guckt scheel. Vielleicht betet er bloß. Irgendeine Hilfe bekommt er. Sei es jetzt aus dem Himmel oder von viel weiter unten. Warum gehst du der Sache nicht nach? Wenn es dich so stört, dann geh der Sache nach. Das sagst du so leicht. Musst du viel arbeiten. Und überhaupt kann er nicht einfach so rumschnüffeln. Der wird mir nichts erzählen. Ja, wie genau kann ich helfen? Und wie könnte ich dabei helfen? Kinderleicht. Geh hin und finde raus, ob an der Sache was dran ist. Naja, fragen kostet nichts. Nur plapper nicht direkt was von Hexerei. Ich bin nicht auf den Kopf gefallen. Gut, gut. Und was Sorgen angeht, es soll nicht dein Schaden sein. Wenn du weißt, was Sache ist, werde ich es dir vergelten. Okay, legale Arbeit. Sehr schön, ich mach's. Also gut. Ich sehe mir an, was an der Sache dran ist. Gut, aber fall nicht mit der Tür ins Haus. Blamier dich da nicht. Oder mich. Okay, der Ferseschmied. Gott behüt dich. Das ist doch gar nicht so schlecht. Es ist ja sogar was, was ihn vielleicht auch wieder interessiert, weil es wieder was mit Schwertern zu tun hat und er ja Schmied ist. Da werden wir dann irgendwann mal den Schmied in Sasau befragen, was er denn da genau macht. Genau, da kommen wir dann ja sicherlich auch nochmal hin. Jetzt muss ich nochmal schauen. Das wird sicherlich eine Nebenquest in unserem Questlog sein. Der Ferseschmied, ja, okay. Genau. Das ist dann auch in Sasau, genau, das ist da.
wie gesagt, wir werden jetzt nur eine Rundreise machen, Ratai, U-Schütze und dann hier unten, ja, was weiß ich, genau, Neuhof, U-Schütze ist hier oben, Thalenberg und so weiter. Mal gucken, ob wir, wie weit wir kommen heute, und wie gesagt, wir machen dann Dienstag direkt weiter damit. Aufsitzen wollen wir natürlich. Okay, dann ab nach Ratai, ab zu Theresa und ab zum Vogt und ab zum Schwertkampftraining. Das wollen wir heute machen. Jetzt muss ich nur mal schauen, was war jetzt der klügste Weg? Das war, glaube ich, wenn wir hier an dem Hof und dann genau am Hof entlang reiten. Hier sind wir das letzte Mal ja nachts vorbeigekommen. Ich erinnere mich noch. Ah, ich glaube, wir hätten da hochgemusst, ne? Das war schon wieder der Weg, der falsche Weg. Ja, hier hoch, genau. So, Banditen sind ja meist im Wald und nicht auf freier Fläche. Hier sollten wir hoffentlich ein bisschen Ruhe haben. Und an so einem helllichten Tag sollte ja auch nichts passieren, ne? Wir sollten ja hier ganz entspannt jetzt in Richtung Ratai kommen. Ja, hier so unter solchen kleinen Auen, so Waldauen hier, könnte natürlich auch immer was sein. Aber das sieht doch ganz gut aus hier. Sehr schön, unbeschwert von A nach B kommen. So mag ich das. Wie ich es im Intro gesagt habe heute, wie ich es heute bei der Einladung vom Stream gesagt habe, das Spiel, wo man kaum kämpfen muss, wo man einfach reiten kann, nie überfallen wird, können wir hier ganz entspannt nach Ratai. Dann werden wir gleich mal mit Theresa sprechen. Ich denke mal, bevor jetzt, wir sollten sie ja wieder fragen. Und wenn wir jetzt schon mal hier sind, können wir das auch gleich machen. Dann können wir auch wieder ein bisschen was erzählen. Haben wir schon wieder einiges erlebt. Und dann werden wir sie mal fragen. Jetzt ist sie wahrscheinlich nicht da, ne? Oder sagt bloß, sie schläft noch. Wie spät haben wir es denn jetzt eigentlich? 12 Uhr ist 1. Naja, die wird jetzt wahrscheinlich so eine Art... Vielleicht macht sie jetzt Mittagsruhe oder sowas. Lass uns mal hier reingucken. Ist sie da? Schläft sie? Ne, sie schläft zumindest nicht. Dann, gucken wir mal. Wo wird sie wohl sein? Sie wird wahrscheinlich irgendwo in der Stadt unterwegs sein, ne? Hier wird sie ja nicht allein am Wasser. Können wir das sehen, wenn wir jetzt auf das Questlog gehen? Lass uns mal schauen im Questlog. Liebeswerben. Ach so, sie sagt schon, dass das ist. Dann ist sie dahinter. Ist sie hinterm Haus, okay. Ja, dann besuchen wir sie da. Ah Mensch, da ist sie ja. Okay. Da sitzt sie. Okay, dann werden wir sie mal ansprechen. Theresa. Was sollen wir denn mit dir machen, Heinrich? Möchtest du wieder etwas gemeinsam machen? Möchtest du wieder etwas mit mir unternehmen? Jetzt geht es leider nicht. Komm am Abend wieder, ja? Am Abend? Okay, cool. Machen wir gerne. Dann am Abend. Dann gehen wir erst zum Vogt und machen das Schwertkampftraining und dann kommen wir am Abend wieder zurück. Das passt doch ganz gut, dann verbringen wir den Tag sozusagen, den restlichen Tag noch in Ratai. Und machen dann abends was mit ihr. Dann gehen wir jetzt zum Vogt und dann zum Schwertkampftraining. Neue Stufe erreicht, Reiten, sehr gut. Auch das kann uns nur gut tun. Ja. Jetzt reitet doch mal schneller. Da, Ausdauer. Okay, jetzt geht's. So, jetzt werden wir hier mal ein bisschen im Galopp etwas entspannter reiten. Ach ja, wie schön, mal wieder in Ratai zu sein. War ja doch immer relativ gehetzt in letzter Zeit. Und dann gehen wir mal zum Vogt und sagen ihm das mit Agnes. So,
Und dann werden wir mal wieder eine Quest abschließen. Hoffentlich. Ich hoffe nicht, dass da noch was kommt, aber mal schauen. So, Herr Vogt. Wir haben da was. Geregelt. Herr Vogt. Gott sei mit dir. Lass uns doch mal... Ich habe mich um die Köchin gekümmert. Das mit der Köchin ist auch erledigt. Soll ich Hagen Bescheid sagen? Das werde ich übernehmen. Sagt mir nur, wer es ist. Agnes. Ich habe Agnes als Köchin erwählt. Es war nicht leicht, sie zu überreden, aber sie ist die beste Köchin weit und breit. Schön, das zu hören. Ich muss Hagen wohl bald einen Besuch abstatten. 100 Groschen, sehr schön, wir haben wieder Geld. Herrlich, und eine neue Stufe in Redekunst. Ah, heute läuft es ja wieder richtig. Und eine Quest abgeschlossen. Gibt es Neuigkeiten? Meister Vogt, gibt es hier irgendwelche Neuigkeiten? Nichts, was mich kümmern muss, Gott sei Dank. Okay, und eine, keine Nachfolgequest. Ich bin ja begeistert. Also, das hätte ja nicht besser laufen können. Wunderbar.